Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Angelika, zunächst mal vielen, vielen Dank für die großartige Begrüßung. Und nachdem ich gehört habe, was du über Berlin und Brüssel sagst, bin ich dir sehr dankbar, dass du Bayern gelobt hast. Vielen Dank für diese Begrüßung. Meine Damen und Herren, das ist heute wieder die Leistungsschau der bayerischen Wirtschaft. Und die Gäste, die heute da sind, sind beeindruckend im Publikum, aber natürlich auch die Ehrengäste. Lassen Sie mich auch nicht versäumen, zunächst einfach dem Otto Wiesoy noch einmal ein Dankeschön zu sagen. Oder du hast gerade ein, noch nicht klatschen, du hast gerade ein großartiges Geschenk bekommen, Ludwig Erhard, in Plastik. Ich wusste nicht, dass es um die Finanzen des Wirtschaftsbeirates so knapp bestellt ist, aber gut, ist alles nicht so leicht in diesen Zeiten. Aber das Symbol zählt ja. Ich darf dir sagen, ich habe dich als junger Abgeordneter erlebt, aus Nürnberg, damals in einer schweren Strukturkrise. Und wissen Sie, was mich damals bei Otto Wiesoy beeindruckt hat? Drei Dinge. Erstens, die richtige Koordinatensystem. Ich kenne kaum jemanden, der das Koordinatensystem der sozialen Marktwirtschaft so klar und präzise vertritt wie Otto Wiesoy. Zweitens, die Fähigkeit zum Management. Mit Unternehmen zu reden, nicht nur sie öffentlich aufzufordern, sie sollen jetzt keine Entlassungen vorzunehmen, sondern im Stillen miteinander zu reden, zu überlegen, wie geht es, wie kann man ja Pläne machen, wie kann man Übergangsszenarien finden, wie kann man Transformationsprozesse begleiten. Und gerade bei uns in Nürnberg, lieber Günter Böckstein, glaube ich, kann ich sagen, dass damals in der schwersten Krise deine Pläne geholfen haben, dass die Stadt und damit auch der Industriestandort überlebt hat. Und dass es dir drittens gelungen ist, bei allen Partnern immer gleichzeitig Vertrauen zu wecken. Und zwar nicht nur bei den Arbeitgebern, sondern genauso bei den Gewerkschaften, die dir, glaube ich, sogar noch lange vor allen Arbeitgeberverbänden Preise verliehen haben. Das zeigt eigentlich, dass du ein hoch anerkannter Wirtschaftsminister warst. Es gibt so viele Blender in der Politik. Du warst ein blendender, herausragender Wirtschaftsminister. Herzliches Dankeschön dafür. Liebe Frau Kommissionspräsidentin, elected oder bald im Amt, Frau von der Leyen, herzlich willkommen in Bayern. Wir haben ja schon öfters gemeinsame Termine gehabt in Bayern, mehrere. Der letzte war ein beeindruckender, noch als Bundesverteidigungsministerin. Dort hat sie das sogenannte Landesregiment in Betrieb genommen. Das ist quasi so eine Reservisteneinheit, die eigentlich Bayern untersteht, so eine Art Vorstufe zur eigenen Armee. Wir sind noch nicht ganz schlüssig, wann und wie wir diese zum Einsatz bringen, aber da haben wir uns gesehen. Und ich muss sagen, meine Damen und Herren, ich möchte ihr gratulieren und auch ein Kompliment machen. Es ist natürlich so, wie die Angelika Niebler sagt. Wir waren ein bisschen überrascht über die gesamte Entwicklung. Ich weiß noch genau, wie dieses, glaube ich, war am Dienstagmorgen, der Anruf kam der Kanzlerin nach langen, zähen, mühevollen Verhandlungen, die ich an einigen Stellen selber erleben durfte. Und sie teilte uns mit, dass jetzt der Vorschlag käme, dass sie Kommissionspräsidentin werden können. Ich weiß noch genau, ich sagte zu Manfred, was sagst du dazu? Und ich möchte das auch an der Stelle übrigens sagen. Es gehört schon auch Größe dazu, damals von Manfred Weber zu sagen, nach einem kurzen Überlegen, nicht zu sagen, ich bin da dagegen, sondern ich unterstütze das. Denn es ging ihm und es geht uns darum, nicht nur eine funktionsfähige Kommission zu haben, sondern es darf ich auch sagen, eine Vertreterin aus unserem Land. Aber der Anruf war übrigens nicht der überraschendste an dem Tag. Der überraschendste, meine Damen und Herren, war dann 3 Stunden später, als uns die Kanzlerin mitteilte, also es ist soweit, alle stimmen für Deutschland. Nur ein einziges Land wird nicht für Deutschland stimmen. Deutschland selbst. Weil die SPD sich außerstande sah, sie zu unterstützen. Und wenn ich die Tage danach gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich das einfach schade, meine Damen und Herren. Man kann unterschiedlicher Auffassung sein. Aber wenn Deutschland die Chance hat, die wichtigste politische Position in Europa zu besetzen, da finde ich, spielen Parteigrenzen keine Rolle. Da muss man zusammenhalten und auch etwas gemeinschaftlich tun. Und wissen Sie, was mich persönlich beeindruckt hat? War die Zeit danach. Liebe Angelika, du hast von den Staatschefs geredet und deren Problemen. Du hast nicht über das Europäische Parlament geredet und nehmen wir mal die Gruppe der CSU-Abgeordneten aus, die qualitativ die stärksten, aber quantitativ noch also in der Entwicklung dazu sind. Das Parlament hat sich da nicht so wirklich glänzend verhalten. Das Parlament hat danach immer nur gesagt, wen sie auf keinen Fall wollen. Und immer nur Kritik geübt. Ich weiß, dass ihr alles miterlebt.
Und ich muss sagen, wie Sie darauf reagiert haben, diese Nerven zu behalten, meine Damen und Herren. Es gibt ja viele von uns, die im politischen Prozess oder anderswo das erlebt haben, wenn einem so eine Welle der nicht so voll Sympathie entgegenschlägt. Ja? Das Lächeln zu behalten, die Kontenance zu behalten, die Linie zu wahren, da kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, da könnten sich viele was davon abschauen. Ich glaube, dass Europa in dieser Zeit, wo, wenn wir ehrlich sind, so viel durcheinander geht, so manche unsichtbare Grenze heute da ist, so viel Missverständnis existiert und manches auch bewusste Auseinanderdriften. Jemand zu haben, der seine Linie hält, der das mit Charme, aber auch mit innerer Überzeugung zusammenhält, ich glaube, dass das eine sehr gute Zeit für Europa werden kann. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles, alles Gute, viel, viel Erfolg. Und meine Damen und Herren, Sie ist auch führungsstark. Ich hatte nämlich einmal eine ganz große Ehre. Wir haben in Nürnberg einmal im Jahr als meine CSU einen großen Ball und da hatte ich Sie mal eingeladen. Und es war eine schwere Entscheidung für uns beide. Wer darf beim Tanzen führen? Wir haben uns darauf geeinigt, sozusagen mein verfassungsmäßiges Recht, wenn wir in Bayern tanzen, dann der Ministerpräsident. Ansonsten führen Sie Europa. Viel Erfolg, viel Glück dabei bei dieser schwierigen Aufgabe. Stichwort Führung. Genau, meine Damen und Herren, geht es darum. Nicht alles versprechen, aber zu wissen, in welche Richtung sich alles entwickelt, ist vielleicht die drängendste und wichtigste politische Aufgabe dieser Zeit. Ich wünsche mir, dass wir zunächst mal damit beginnen, die Augen zu öffnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob gerade wir in Deutschland wirklich verstehen und verstehen wollen, was derzeit in der Welt eigentlich stattfindet. Natürlich ist eine 10-jährige Party langsam vorbei, dass es automatisch immer besser und einfacher wurde und von selbst gelaufen ist. Die Wirrungen und Irrungen der Welt stellen uns vor eine neue Herausforderung, die wir nicht mit alten Konzepten so einfach beantworten können. Der Handelsstreit USA-China, ein Protektionismus, wie wir noch nie gekannt haben. Die Diskussionen über den Austritt aus Europa, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich fand ja immer das britische Parlament das Charmanteste, weil man den Eindruck hatte, es gibt keine cooleren Parlamentarier als die Briten. Nun, was man da erlebt hat, meine Damen und Herren, ist ja das Gegenteil. Ich glaube, von 100 Entscheidungen war eine mal positiv. Mal sehen, wie der Rest ausgeht. Und wenn wir ehrlich sind, erleben wir sogar parallel einen Wettbewerb um Technologie, eine Aufrüstung, wie sie zuvor noch nie gegeben hat. Und da kann ich Ihnen nur eines sagen. Wenn auf diese Veränderungen der Welt unsere einzige Antwort ist, dass wir uns in Deutschland ständig um uns selber drehen, eine Art deutschen geistigen Provinzialismus zu entfalten und zu glauben, bloß weil wir Klein- und Kleinstinteressen befriedigen, reicht es dann in der Welt erfolgreich zu sein, kann ich nur eines sagen, das ist wie im Fußball. Man kann schon, und das sage ich jetzt als Nürnberger, das aus meiner tiefen inneren Seelenlage raus, ja? Zweite Liga mag dem einen oder anderen gefallen, vielleicht gewinnt man auch mal ein Spiel, also wir nicht, aber gewinnt man mal ein Spiel, aber der Anspruch Deutschlands kann und darf nie sein, allein um in Europa Stabilität zu halten. Stabilität in Europa gibt es nur, wenn wir ein starkes und stabiles Deutschland haben. Und darum wünsche ich mir, dass wir die Kraft finden, den Geist zu öffnen, die Augen aufzumachen und auf alte Antworten, meine Damen, auf alte Situationen nicht immer gleich zu reagieren, sondern auf die neuen Fragen zu entscheiden. Manchmal sagt mir jemand, Markus, Herr Ministerpräsident, wir müssen Fels in der Brandung sein. Da sage ich, da wo du stehst, gibt es schon gar kein Wasser mehr. Ich wünsche mir, dass wir die Kraft finden, meine Damen und Herren, uns den Herausforderungen zu widmen, die da sind, dass wir die Ideen entwickeln und dass wir auch eines dabei schaffen, endlich anzunehmen, wie die Welt ist und nicht ständig versuchen, die Welt zu belehren. Wir müssen unseren Platz finden, wir haben unsere Meinungen, aber meine Damen und Herren, wir müssen uns auch unsere Interessen in der Welt deutlicher und klarer formulieren als in der Vergangenheit. Schafft es unsere Regierung? Schafft sie das? Nun, ich gebe zu, die letzten 2 Jahre war man nicht ganz hundertprozentig sicher, ob man es schaffen will. Die Regierungsbildung zu Beginn war nicht ganz einfach. Sie war keine gewollte, leidenschaftliche Beziehung, das kann man, glaube ich, sagen. Im letzten Jahr haben wir als Bayern, als CSU vielleicht den einen oder anderen kleinen Beitrag geliefert, es auch etwas schwierig erscheinen zu lassen. Und in diesem Jahr
Nun leidet die SPD seit mittlerweile einem Dreivierteljahr vor sich hin und versucht es dann letztlich dadurch zu lösen, indem man ein interessantes Urwahlkonzept entwickelt mit unglaublich vielen Regionalkonferenzen. Ich kann Ihnen nur eines sagen. Ich denke, so wie die Mehrzahl der Bürger, eine große Koalition hat eine große Aufgabe. Und die Aufgabe lässt sich nicht dadurch erledigen, indem einem am Ende der Mut fehlt, zur Verantwortung zu stehen. Man muss schon Verantwortung schaffen. Und deswegen war jetzt gestern die Entscheidung keine leichte. Übrigens 8 Jahre lang hat es gebraucht, bis beim Thema Grundrente überhaupt mal ein Beschluss zustande kam. Ich halte den Kompromiss, der getroffen wurde, für vertretbar. Vertretbar deswegen, weil 3 Dinge dahinterstehen. Erstens, meine Damen und Herren, mit Einkommensprüfungen und mit verschiedenen Grenzen, die gezogen werden, ist es ein sozialpolitisch vertretbares Anliegen. Zweitens, es wird parallel dazu eine Menge gemacht, in einem großen Fonds mit 10 Milliarden, in der Senkung der Arbeitslosenversicherung, jedes für sich genommen, ist eine deutlich höhere Summe, wenn ich das sagen darf, als wir für die Grundrente ausgeben. Aber verzeihen mir, wenn ich auch offen über eines sage. Alle diejenigen, die der festen Überzeugung sind, jetzt ist mal die Zeit, etwas platzen, kaputt gehen zu lassen. Der Krug soll nicht mehr zum Brunnen gehen, er soll zerbrechen. Den will ich nur eigentlich sagen, was ist in der Sekunde danach? Ist es wirklich der richtige Weg? Und deswegen finde ich, es ist schon einmal, wir haben da gestern an ein paar Momenten um 50, 100 Euro Grenzen diskutiert. Da gab es die eine oder andere Überlegung, muss das jetzt sein und muss man nicht mal an der Stelle einen Schlussstrich ziehen. Vielleicht ist der Vergleich zu weit hergeholt. Aber eine demokratische Regierung, Hermann Müller, in den 30er Jahren, Ende der 20er, 30er, scheiterte, weil man sich in einer kleinen Frage nicht einigen konnte. Wenn demokratische Kräfte am Ende keine Kraft mehr haben, Kompromisse zu schließen, meine Damen und Herren, brauchen wir uns nicht wundern, wenn wie in Thüringen die Ränder links und rechts am Ende erfolgreich sind. Demokraten müssen am Ende Vernünftiges beschließen, aber sie müssen auch die Lust haben, Politik gestalten zu können. Und wer nicht mehr in der Lage ist, Politik gestalten zu können, der verabschiedet sich von der Demokratie. Ich möchte das für Bayern nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir brauchen solche Entscheidungen. Entscheiden muss man können, muss aber die Lust dazu haben. Angelika hat es angesprochen, mit Optimismus, nicht mit diesem ständigen Selbstmitleid. Sie wissen es, wie es beim Privat ist. Wen lädt man eigentlich gern zu sich nach Hause ein? Jemand, der den ganzen Abend vorm Essen sitzt, nörgelt, mosert, im Zweifelsfall sagt, eigentlich wollte er hier gar nicht sein. Ja? Das Essen sei typisch, es schmecke ihm nicht, ja? Er hätte gern was anderes gehabt. Das wird wahrscheinlich ein kürzerer Abend und eine Wiederholungseinladung scheint zumindest hochgefährdet, außer es ist der Chef und man muss ihn einladen. Oder der Aufsichtsratsvorsitzende, wo man auch nicht umhinkommt. So. Ich glaube, dass es eine der Aufgaben ist, auch die Freude am Gestalten zu entwickeln. Und wenn ich jetzt denke, was Parteien diskutieren, es ist ja sehr faszinierend, Angelika, letztes Jahr galten wir ein bisschen als Sorgenkind der deutschen Politik. Ist ja ganz interessant, dass wir jetzt umgekehrt, ich war heute Morgen bei der Süddeutschen Zeitung in Berlin bei einem Wirtschaftsforum, da werden wir gelobt für Stabilität und Stärke des verunsichert einen fast ein bisschen, dieses Lob zu bekommen, aber es stimmt natürlich. Aber wissen Sie, ja, es ist ja wahr, aber eines möchte ich dazu sagen. Es ist für mich jedenfalls ganz entscheidend, dass wir die Lust haben, Probleme zu lösen und nicht Angst haben, Verantwortung anzunehmen. Mir fällt es immer mehr auf, es beginnen immer mehr sich so in ideologischen Barrieren zu verrennen und immer aggressiver bei Sachfragen übereinander zu reden. Das ist ein bisschen so dieses Tea-Party-Phänomen. Wir grenzen uns ganz scharf ab. Natürlich gibt es viele Sachfragen, über die man reden muss und über die man leidenschaftlich streiten sollte, wenn ich das so sagen darf. Aber am Ende muss man die Objektivität haben, zu beurteilen, was ist Lösung, was ist Problem, was ist Alternative an der Stelle. Und darum zum Beispiel rate ich auch allen Parteien in Deutschland, Personalfragen sicherlich zu diskutieren, aber sie nicht überzubewerten und sie vor allem nicht gleich auf alles herunterzubrechen. Ich sage mal ein Beispiel. Ich finde, dass wir manches viel besser machen können in Deutschland. Aber ich möchte es auch sagen, ich bin jetzt wirklich nicht dazu auserkoren, ein Lord-Siegel-Bewahrer oder Geschichtsschreiber zu sein. Aber manch einer wird sich noch wundern, wenn wir diese Bundeskanzlerin nicht mehr haben,
dass es nicht automatisch so leicht wird, in der Welt die Stellung Deutschlands zu halten. Und manches wurde vielleicht nicht ganz so einfach gemacht. Aber wenn ich an Finanz- und Eurokrise denke, finde ich, sollte man auch Verdienste nennen, klar herausstellen, da hat sich Deutschland bewährt, da hat sich auch die Bundeskanzlerin bewährt. Und den Dank sollte man auch zeigen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nostalgie das eine, Blick aber voraus. Sind wir gerüstet für das, was kommt? Eine der wichtigsten Fragen ist für mich, und das darf ich jetzt für den Fleischstaat Bayern sein, ohne andere zu belehren, mal zu sagen, was wir so machen. Ich glaube, dass die Digitalisierung erst am Anfang steht. Ich glaube nicht, dass das schon abgeschlossen ist. Ich höre regelmäßig, wir sind doch digital, ich habe auch ein Smartphone. Ja? Damit ist es nicht getan. Und ich glaube, meine Damen und Herren, dass die Geschwindigkeit dieser Digitalisierung, dass wir das noch gar nicht realisiert haben, was dahinter steht. Schauen Sie, die anderen rüsten auf ohne Ende. Amerikaner, auch die Chinesen mit Summen, mit denen wir uns Deutschland nicht annähernd messen können. Wir sind aber auch gar nicht bereit, darüber zu reden, dass das vielleicht die entscheidende Zukunftsherausforderung ist. Da entscheidet sich übrigens bei der Frage, sind wir in der Zukunft dabei, können wir nur Produkte anderer kaufen? Wir philosophieren im Moment darüber, ob wir ein chinesisches Produkt kaufen können oder nicht. Aber wir wären gar nicht in der Lage, eine gleiche gute Infrastruktur zu bieten. Ist das nicht am Ende, meine Damen und Herren, das eigentliche Armutszeugnis, dass wir bei den zentralen Technologien der Zukunft Gefahr haben, den Anschluss zu verlieren? Ich bin nicht bereit zu akzeptieren, obwohl wir heute noch in der Spitzengruppe sind, dass weil wir vielleicht zu wenig investieren, weil wir vielleicht zu wenig Strukturreformen machen und weil wir nicht innerlich bereit sind, den Wettbewerb anzunehmen, den in 10 Jahren zu verspielen, anderen hinterherzulaufen und bestenfalls deren Produkte zu kaufen. Ich sage Ihnen eines, wir müssen diese Digitalisierung ernster nehmen, mit mehr Einsatz, mit mehr innerer Bereitschaft. Ich jedenfalls für den Freistaat Bayern kann sagen, wir wollen diesen Wettbewerb annehmen und wenn es geht, wollen wir ihn auch bestehen und gewinnen. Ich schätze unsere amerikanischen Partner, ich schätze unsere chinesischen Freunde, aber am Ende möchte ich nicht nur deren Produkte kaufen, sondern lieber unsere bayerischen Produkte in der Welt anpreisen, meine Damen und Herren. Das wäre mehr meine Variante. Was haben wir jetzt dazu gemacht? Ich habe mich monatelang beschäftigt, monatelang. Ich habe mit Vertretern der Wirtschaft lange geredet, aus allen Bereichen. Ich habe mich lange mit Universitätsrektoren, mit Wissenschaftlern, mit Forschern zusammengesetzt, um über dieses Thema zu reden. Und natürlich kam daraus dann am Ende ein Prozess, der die Hightech-Agenda ist. Dies ist ein in Deutschland einmaliger Prozess. Jedenfalls derzeit kann kein anderes Bundesland und zum Teil auch der Bund tut sich schwer, das Gleiche zu stemmen wie wir. Es ist tatsächlich die nächste Stufe der Rakete, nächste Etappe. So wie einst Franz Josef Strauß etwas belächelt wurde, als es hieß, wir müssten jetzt mal, Monika, wir müssten jetzt mal was anders machen, Luft- und Raumfahrt. Wir haben noch Landwirtschaft, Heuschober und hervorragende Stelle, wieso sollen wir jetzt mit sowas uns beschäftigen, Luft- und Raumfahrt. Es war die Gründung des Industriestandortes Bayern. Dann bei Edmund Stoiber war die Frage, machen wir die nächste Etappe mit Hightech, Technische Universität München. Damals schon wichtig, Herr Professor Herrmann, Professor Hoffmann, aber dann eigentlich durchgestartet und heute eine weltweit ganz erfolgreiche Universität. Ich glaube, wir sind dabei, die nächste Etappe zu machen. Und deswegen haben wir diesen Sprung nach vorn konzipiert. Wir geben 2 Milliarden Euro aus, 2 Milliarden Euro. Ich sage ganz ausdrücklich, meine Damen und Herren, wie finanzieren wir das? 2 Milliarden? Wir haben uns aufgrund der Niedrigzinsphase einfach entschieden, anstatt nur darauf Niedrigzinsen zu zahlen, wollen wir lieber Innovationsdividenden abholen. Ich sage Ihnen, ich glaube, zu investieren ist jetzt das Gebot der Stunde. Das ist, wie gesagt, ich habe es vorhin schon angesprochen, im Fußball. Wenn die anderen viel zahlen und wir heute erleben, dass unsere Professoren E-Mails bekommen, unsere besten Professoren bekommen E-Mails und man bietet ihnen Geld ohne Ende an, wenn sie Bayern und Deutschland verlassen, dann kann ich zwar sagen, so ist das Leben, ich bin aber nicht bereit, es zu akzeptieren. Darum setzen wir jetzt 2 Milliarden Euro ein, um Bayern zum führenden Zentrum für künstliche Intelligenz zu machen. Jetzt werden Sie sagen, künstliche Intelligenz, hier im Raum allein ist mehr natürlicher als sonst wo in Bayern, gerade im Moment. Die künstliche Intelligenz ist letztlich der Treiber der Digitalisierung der Zukunft. Wer bei KI nicht dabei ist, der ist weg. Und ich sage Ihnen eines, ich will, dass Bayern der führende KI-Distrikt ist, in Deutschland, vielleicht in Europa und in Augenhöhe zu unseren amerikanischen und chinesischen Partnern. Mein Gefühl ist übrigens, unsere Freunde in China, USA, sind dann besonders freundlich, wenn wir auf Augenhöhe sind und nicht, wenn wir hinterherlaufen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
damit Sie die Dimensionen ahnen, Schleswig-Holstein hat vor einigen Monaten gesagt, wir wollen das führende Land für KI werden. Die Investitionssumme von Schleswig-Holstein im Vergleich zu Bayern ist ungefähr 1,25% zu uns. Also sicherlich gut, aber nicht so viel. Lehrstühle. Der stärkste Wettbewerber, immer der stärkste, Baden-Württemberg, macht 20 Lehrstühle. Deutschland insgesamt 100. Wir machen genauso viel wie Deutschland 100. 50 festzugeben, 50 sogar in einem Wettbewerb mit einem KI-Netz in ganz Bayern über alle Hochschulen hinweg, um insgesamt so eine Art Netzwerk zu entwickeln, das dann KI überall in allen Bereichen für alle Wirtschaftsbranchen voranbringt. Die Bundeskanzlerin hat das Konzept gelesen und Frau von der Leyen weiß das. Ja. Wenn die Bundeskanzlerin lobt, dann, also wenn sie muss, ja, hat es gelesen und hat gesagt, Chapeau, das ist echt eine gute Sache. Und jetzt sage ich mal so, meine Damen und Herren, Bayern macht genauso viel wie Deutschland. Ich finde, das ist eine ganz gute Orientierung und Richtgröße. Das wollen wir jetzt fortsetzen und ausbauen. Künstliche Intelligenz, Supercomputing, Luft- und Raumfahrt übrigens. Was wurden wir da im letzten Jahr etwas verlacht, wenn ich das sagen darf, ja? Bayern wollen auf den Mond fahren und ähnliches mehr, kann man nur erinnern. Nun wissen Sie, wir haben in diesem Jahr die größte Fakultät für Luft- und Raumfahrt in Europa auf den Weg gebracht. Und wenn Sie da vor 700-800 jungen, begeisterten Studenten sitzen, die Interesse an der Zukunft haben, Leidenschaft an Technologie und zum Beispiel das Hyperloop-Team, ich will das nur mal sagen, das Hyperloop-Team, was ja in den Medien immer ganz ein bisschen belächelt wird, was soll das jetzt da, diese Geschwindigkeitshochbahn. Dieses Hyperloop-Team der TU München, das sind junge Studentinnen und Studenten, die machen das alles in der Freizeit, gewinnen zum vierten Mal in Folge einen der größten und internationalsten Wettbewerbe Technologie und schlagen Teams aus Asien, aus Amerika und ganz Europa. Und dann finde ich, wenn wir solche tollen jungen Leute haben, meine Damen und Herren, das sind die Forscher der Zukunft, das sind die Pioniere von morgen, dann sollten wir als Staat und Gesellschaft dann manchmal, wie in der Öffentlichkeit es nicht passiert, nicht drüber lächeln, bloß weil wir zu wenig Ahnung haben, sondern wir sollten solche Helden in der Zukunft unterstützen. Es ist alles gut, wenn Leute demonstrieren, aber wenn junge Leute auch noch was konstruieren, dann ist es für unser Land ein guter, gewinnbringender, starker, echter Beitrag für die Zukunft. Frau von der Leyen, wir investieren auch in Cleantech. Mir gefällt Cleantech besser als Greentech, weil Clean ist besser als Green. Und setzen dabei ganz bewusst auf die Zukunft der Automobilität. Wir wollen Klimaschutz, aber nicht den Klimaschutz, meine Damen und Herren, der sich ausschließlich an der Verbotsschraube orientiert, die ja im Übrigen nicht wirklich ehrlich ist. Wir haben ja sehr viele, die von Verboten reden und sich persönlich gar nicht so leicht tun, diese Verbote selber zu erfüllen. Es fällt ja auch auf, dass mittlerweile, wie über das Auto geredet wird, mit einer geradezu Hass das Ganze dargestellt wird. Für manch einer ist ja ein SUV schlimmer als ein AKW, meine sehr verehrten Damen und Herren. Müssen wir sehen. Und wissen Sie, wenn wir heute über die Krise der Automobilität reden wollen, da gibt es da Fehler, die gemacht worden sind im Dieselverfahren. Aber ich kenne kein Land der Welt, das über seine wichtigste Industrie, und wir werden es noch merken, auch in Bayern, wenn Automobilität etwas Probleme bekommt, was das über Zulieferer bedeutet und wie sich übrigens manche Prioritäten auch von vielen Menschen völlig neu sortieren werden, wenn nicht automatisch eine Riesenauswahl an Jobs besteht, sondern das sich verengt, kann ich eines sagen. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass Deutschland weiter so über das Auto redet. Ein bisschen mehr Wirtschaftspatriotismus über unser wichtigstes Wirtschaftsgut wäre dringend vonnöten, meine Damen und Herren. Wir brauchen ein klares Bekenntnis dafür. Und deswegen fördern wir Elektromobilität, wir fördern Wasserstoff, wir fördern auch neue Kraftstoffe und sagen dem Bund auch nochmal ganz deutlich, auch wenn Münster eine ganz tolle Stadt ist, also Münster ist eine wundervolle Stadt, hat großartige Radwege und tolle Universität, aber wir glauben, dass Automobilforschung am besten in einem Automobilland ist, meine Damen und Herren, und erwarten uns deswegen vom Bund dann noch entsprechende Unterstützung, weil eines ist auch ganz klar, wir brauchen Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit, es geht auch durch Forschung und es muss beim Automobil stattfinden. Ein letztes dazu vielleicht noch, lieber von der Leyen, damit Sie sehen, was wir noch machen. Also wir machen Supertech, wenn ich das mal so sagen darf. Wir machen Sanierung, Investition in einen Bereich aller dieser Hochschulen, die auch
renoviert werden müssen, aber wir machen noch was zusätzlich. Wir lösen vielleicht seit 15 Jahren die größte Hochschulrevolution aus. Weil wir nämlich eines festgestellt haben, meine Damen und Herren, auch da gibt es Veränderungsbedarf. Wir hatten vor 11 Jahren von 3 Exzellenz-Unis 2. Super Erfolg, die beiden Münchner. Wir haben jetzt von 11 immer noch 2. Immer noch die beiden Münchner. 4 Baden-Württemberger. Sogar eine aus Berlin. Das Ganze scheint mir eine Wettbewerbsentwicklung, die mir nicht gefällt. Also müssen wir was tun. Wir haben uns da beraten mit den Hochschulen und haben jetzt etwas auf den Weg gebracht, was schon, glaube ich, eine mittlere Revolution ist. Wir entschlacken und entbürokratisieren das Hochschulrecht. Wir geben den Hochschulen die Möglichkeiten, selbstständiger zu entscheiden, wo Forschungsschwerpunkte sind und nicht, dass es am Ende weg durch einen Ministerialrat im Ministerium alles bis ins Detail geregelt werden muss. Wir werden 1.000 neue Professoren, 10.000 Studienplätze, vor allem Informatik, auf den Weg bringen und werden mit Forschungsprofessuren und mit Exzellenzprofessuren unsere Professoren besser bezahlen, neu ausweisen, ihnen erlauben, auch wirtschaftlich besser tätig zu werden, die Hochschulen unternehmerischer zu gestalten, weil ich als einen der größten Wettbewerbsnachteile bis heute ansehe, dass wir in der Forschung klasse sind, aber in der Fähigkeit und Bereitschaft, daraus auch dann am Ende wirtschaftlichen Erfolg zu schlagen, immer noch erhebliche Probleme haben. Ich wünsche mir Hochschulen, die klasse forschen, die aber auch die innere Bereitschaft und dann auch die Möglichkeit haben, wirtschaftlichen Benefit zu generieren, denn das ist der entscheidende Unterschied und die Wettbewerbsfähigkeit zu Amerikanern und anderen. Und da müssen wir hin, meine Damen und Herren, mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr Chancen für Professoren und auch mehr Chancen für Studenten. Das wollen wir in Bayern setzen. Und ein letztes zu den 2 Milliarden, damit Sie das auch einmal gehört haben. Wir verbinden nicht nur Forschung und Hochschulen, sondern wir ergänzen es um einen starken Mittelstandsflügel. Ich habe mich Anfang des Jahres etwas gewundert, als wir in Deutschland über Wirtschaftsstrategien geredet haben. Da haben wir uns sehr darauf konzentriert, wir wollen Staatskonzerne vielleicht kopieren wie in China. Ich glaube nicht, dass es der deutschen Stärke entspricht, China zu kopieren, meine Damen und Herren. Erstens mal fehlt das Volumen des Geldes. Und zweitens glaube ich auch, dass die Grundidee, die dahinter steht, nicht kompatibel ist mit der Leistungsstärke Deutschlands. Denn die Leistungsstärke, auch Bayerns, ist der Mittelstand. Konzerne sind wichtig, aber sind wir mal ganz ehrlich, die Hauptinnovation kommt immer durch den Mittelstand. Die Zulieferer sind die eigentlichen Innovationskubatoren, die wir auch in den Großkonzernen haben. Immer schon gewesen. Deswegen sind wir der Auffassung, dass wir im Mittelstand, mittelständische Betriebe, übrigens auch Familienbetriebe und die Idee des Familienbetriebes stärken müssen, der Familienunternehmen stärken müssen. Und deswegen werden wir in Bayern mit einer Mittelstandsoffensive, die größte, die ein Bundesland derzeit auflegt, meine Damen und Herren, mit über 400 Millionen Euro, werden wir ganz bestimmte Fonds schaffen, wo wir die digitale Transformation gestalten. Also nicht das Smartphone kaufen, sondern gesamte Produktinnovationen, Lieferketten, alles Mögliche, den gesamten Ablauf im Unternehmen auf eine andere digitale Transformation zu stellen, um wettbewerbsfähig zu sein. Ich glaube, das ist eine der echten neuen Chancen für unseren Mittelstand. Ich lade Sie da herzlich ein, auch teilzunehmen. Das ergänzen wir noch mit einer Start-up-Finanzierung, und zwar für die sogenannte zweite Phase der Start-ups, weil die Start-up-Finanzierung 1 ist in Deutschland gut, die Start-up-Finanzierung 2 ist schlecht. Wir erleben es häufig. Es passiert nämlich dann Folgendes. Die Unternehmen, die als Start-up gut gegründet sind, was machen sie dann, wenn sie die zweite Finanzierung brauchen? Sie gehen entweder in die USA oder sie werden manchmal auch einfach gekauft von Investoren, übrigens auch aus China sehr stark. Ich möchte, dass wir eine bayerische Antwort darauf geben können, dass tolle Startups in Bayern bleiben können, hier stark bleiben können und nicht nach China müssen, meine Damen und Herren, weil wir sollten Know-how, das wir schon einmal haben, bei uns halten und wenn es gelingt, sogar noch Neues dazu bekommen. Und das ist die eigentliche Philosophie. Die schlausten und besten Köpfe im Land zu halten, aber auch die schlausten und besten der Welt wieder bei uns zu etablieren. Ein Klima der Freiheit, ein Klima der geistigen Entwicklung zu haben, ein Klima über das hinauszudenken, was modern und auch was vielleicht die Zukunft ist. Und wenn uns das noch gelingt, meine Damen und Herren, wir haben jetzt derzeit, wir öffnen in Großbritannien eine eigene Vertretung und da laden wir auch alle britischen Wissenschaftler ein. Wenn es Ihnen zu zäh in Großbritannien ist, Bayern ist bereit und nimmt die schlauesten Köpfe aus Europa, auch aus Großbritannien, gerne auf. Und ein letzter Punkt. Das ist das, was wir zu machen, Frau von der Leyen. Ich höre, dass hier in Europa vieles Ähnliches geplant ist, stark auf den Weg zu bringen. Da wollen wir uns einklinken in das Netzwerk. Aber meine Damen und Herren,
wir müssen schon auch noch mal daneben Förderprogrammen noch einmal die geistige Orientierung überprüfen, ob sie in Deutschland richtig ist. Im Moment habe ich so den Eindruck, es wird so überlegt, wieder ein alte linke Muster, wenn ich das verwenden darf, zurückzufallen. Linke Gesellschaftsmodelle, linke Wirtschaftsphilosophien werden geprägt. Ich sage Ihnen, nach meiner historischen Erfahrung hat linke Wirtschaftspolitik nie wirklich funktioniert. Nie wirklich funktioniert. Wer glaubt, dass Enteignungen ein gutes Mittel wären, meine Damen und Herren, um neue Wohnungen zu schaffen, der irrt fundamental. Wir brauchen keine Enteignungen. Wir brauchen stattdessen eine Stabilisierung und Förderung des Eigentums, weil Eigentum und Leistung passen untrennbar zusammen. Und ohne Leistung, meine Damen und Herren, ohne Eigentum kann eine soziale Marktwirtschaft nicht funktionieren. Und darum wehren wir uns gegen Enteignungen, sei es in der Form von direkten Enteignungen oder auch mit manchen Stoppentwicklungen. Es haben immer die falschen Regierungen versucht, Preisstopps zu machen. Das hat noch nie funktioniert. Wir setzen auf eine soziale Marktwirtschaft, die ist sozial. Aber ohne Marktwirtschaft geht sozial auch nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dazu stehen wir. Steuern runter statt rauf. Also wenn wir jetzt was tun wollen in einer beginnenden Konjunkturentwicklung, dann müssen Energiekosten runter und Unternehmenssteuer. Nicht, weil man Unternehmen was schenken will, sondern weil die Steuerlast in der Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich so anders ist. Wir spüren es ja überall. Andere senken Steuern. In Deutschland sagen wir, wir müssen Steuern erhöhen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, dass wir beim Soli das jetzt alles halten, wie es ist. Aber es könnte auch da noch etwas mehr sein. Bis auf den heutigen Tag ist es mir unverständlich, warum wir nur für einige wenige den Soli senken und nicht für alle. Dafür gibt es eigentlich keinen Grund. Und wenn das immer das Argument kommt, es geht hier nur um Superreiche, kann ich nur sagen zum deutschen Steuersystem, keiner weiß das besser als Theo Weigel, unser ehemaliger großer Bundesfinanzminister. Wenn man mal sieht, wann man in Deutschland Spitzensteuersatzzahler ist, meine Damen und Herren, da geht es hier nicht um Millionäre, da geht es um den normalen Mittelstand. Und jeder muss wissen, ohne Mittelstand kann man keinen Staat machen. Darum sagen wir, Steuern lieber runter, und ich bleibe dabei. Wir haben jetzt hier eine föderale Form eingeführt. Anfang des Jahres hat mir jeder geraten, ich soll mich bei der Grundsteuer zurückhalten. Das geht auf keinen Fall. Ich sage, nee, das machen wir. Wir haben es jetzt durchgesetzt, die bleibt regional. Das heißt, andere Bundesländer können drastisch erhöhen. Wir haben bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Elmau etliche gesagt, naja, so doof ist es jetzt auch nicht, was ihr dann macht. Ich denke, das wird sich jetzt durchsetzen und ich würde mir, ich bleibe dabei, dieses Modell noch mehr wünschen. Dort, wo ein Staat die Einnahmen behält, allein, finde ich, wäre es gut, wenn wir mehr Regionalität haben. Ich bleibe dabei, die Erbschaftssteuer ist das beste Beispiel dafür. Das sind nur Einnahmen, die an den Freistaat Bayern führen. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn andere Bundesländer in einer regionalen Idee die Steuern verdreifachen und vervierfachen. Ich würde die Erbschaftssteuer halbieren. Sehen wir mal, wer am Ende mehr Steuereinnahmen hat. Ich glaube, dass die Regionalisierung von Steuern besser ist. Und deswegen werben wir sehr, Frau von der Leyen, für die Stärkung der Regionen. Keine Sorge, wir sind nicht wie Katalonien. Das ist keine Sorge. Wir sind gute Partner. Wir wollen kein Bavaria alone oder Bavaria first, Bavaria together. Aber ein bisschen, finde ich, ist auch Föderalismus so, dass es ein bisschen Wettbewerb geben darf. Das ist nur zum Schluss. Ich finde, Best Practice ist immer das Entscheidende. Ja? Aber nicht Lowest Practice. Und ich sage Ihnen das an einem Beispiel, wir diskutieren da gerade über Schule. Ja, ich bin sehr dafür, dass wir vieles gemeinsam machen in Deutschland mit der Schulpolitik, natürlich. Und ich verstehe, wenn ich die Rankings sehe, dass viele sagen, Mensch, so ein bayerisches Abitur, das wäre eigentlich auch was für uns. Es ist niemand gehindert, die bayerische Schulpolitik eins zu eins zu kopieren. Wir schicken die pädagogischen Lehrpläne, alle sind alle im Internet verfügbar. Nur ich plädiere halt dafür, auch in Deutschland zu sagen, Föderalismus ja, aber eine Art Abitur des Mittelmaßes, das am Ende sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner trifft, ist der falsche Weg. Wir brauchen schon ein bisschen Eigenständigkeit. Wie gesagt, jeder kann alles so machen, wie er will. Es ist keiner gehindert, es so zu machen wie wir. Wir wollen auch besser werden. Es gibt andere tolle Bundesländer. Aber ehrlicherweise, ein solches Zentralabitur, das dann am Ende noch von Berliner Schulpolitikern geprägt wird, meine Damen und Herren, da bleibt ein Rest Skepsis einfach vorhanden, wenn ich das so sagen darf. Das wollen wir nicht.